Was ist so schwer daran, Verantwortung zu übernehmen? Verantwortung übernehmen für die zukünftigen Generationen. Das ist echt wichtig und ganz schön schwierig. Der schnelle, kurzfristige Vorteil wie das Wirtschaftswachstum liegt meist näher. Ein Widerspruch? Fossile Brennstoffe wie Öl und Gas, Land, saubere Luft und sauberes Wasser sind bald zu Ende oder zumindest begrenzt. Um diese Ressourcen konkurrieren Industrie und Landwirtschaft und auch wir Menschen, weil wir Wasser, Luft und einen Platz zum Leben brauchen. Wachstum ist ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Dafür werden Ressourcen verbraucht, aber auch Chancen geschaffen. Zum Beispiel entstehen Arbeitsplätze und damit ein besseres Leben für viele. Politiker müssen für Wirtschaftswachstum sorgen. Das ist ein Staatsziel, festgehalten im Stabilitäts- und Wachstumsgesetz von 1967. Nachhaltigkeit durchzusetzen ist nicht leicht. Wer sorgt dafür, dass Ressourcen geschont und gerecht verteilt werden? Dass es weniger um kurzfristige Vorteile geht, sondern mehr um zukünftige Generationen. Wer übernimmt dafür die Verantwortung? Bei globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel ist das Problem besonders deutlich. Regierungen und Wirtschaftsbosse schieben die Verantwortung gerne den anderen zu, nach dem Motto, macht ihr mal zuerst. Und Politikerinnen und Politiker wollen wiedergewählt werden. Nachhaltige Politik kommt dadurch jedoch häufig zu kurz. Denn niemand möchte seine Wähler durch unangenehme Entscheidungen abschrecken.